Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Mal reingeschnuppert hier bei Heisenberg zockt. Contact Deluxe heißt das Spiel, es ist von Northplay und es dreht sich um Züge. Es geht aber nicht darum, wie zum Beispiel bei Transport Fever Strecken zu erstellen, sondern es ist mehr so ein bisschen, ja, puzzelig, von wegen, ja, wo der Zug durch muss. Er muss aufpassen, dass er nichts rammt und man muss aufpassen, dass er nicht explodiert. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lang. Wir spielen mal. Also wir gehen hier mal rein. Ich habe hier schon mal ein bisschen rumgespielt, um zu gucken, wie es funktioniert und ob die Aufnahme läuft. Wir fangen mal an hier mit dem. Triff nicht den Bus heißt das. Da sehen wir relativ gut, um was es geht. Nämlich da kommt ein Zug, sieht ein bisschen aus wie ein IC. Und wenn ich jetzt hier raufklicke, dann hält der an. Denn wir sollen den Bus nicht treffen. Und so steigert sich das dann nach und nach. Da mögen wir noch durch. Jetzt würde ich aber sagen, zack, halten wir nochmal schnell. So. Leute einladen, dann gibt's Geld. Halt. Oh, 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 oh. Das war dann schon mal relativ knapp. Heiliges bisschen. Gut, er dreht wieder. Das heißt, wir halten oder wir warten. Und jetzt können wir wieder. Und wenn wir das zwei, dreimal gemacht haben, dann haben wir das Level geschafft. Dann geht's weiter. So, nochmal warten. Losdüsen. Vielleicht reicht's schon. Wir sehen's gleich. Jawohl, Level abgeschlossen. Ich finde das Ganze irgendwie süß. Es erinnert mich, ja nicht nur von der Musik her, irgendwie erinnert es mich so an alte Super Nintendo Spiele. Auch von der Optik her, es hat einfach irgendwie was von, ja, von damals. Also mal das zweite, das wäre, ist das das hier, das müsste das sein. Waldpavillon, okay. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ach du Grüne, okay, hier raus. Hier rüber und der Bus ist wieder unterwegs. Es ist ja schon ein Kreuz, dass man mit so einem schweren Zug Rücksicht nehmen muss auf den Bus. Mit dem schweren Teil muss man bremsen und das bisschen Bus hier, das fährt einfach, ohne dass es bremst. Oder ohne dass er bremst. Oh, ein zweiter. Halt! Nein! Halt! Oh, boom! Ja, da seht ihr, was passiert, wenn man, ja, durchfällt sozusagen. Click to retry. Das machen wir mal nochmal. Ich wusste nicht, dass da noch ein zweiter kommt. Also irgendwie, das ist ja dann bald schon Multitasking. Und eben, der Bus, der müsste einmal kurz einen blöden Bus bremsen. Dann hätte man Ruhe. Aber nein, man muss die schweren Züge zum Stillstand bringen. Ne, da können wir... Ne, da müssen wir eben halten. Nochmal ein bisschen fahren. Halten. Jetzt muss der halten wegen dem Bus. Der muss stehen bleiben. Es ist tatsächlich Multitasking. So, wenn der darüber ist... So, jetzt geht es hier wieder los. Jetzt muss ich gucken, jetzt müssen wir mit dem hier warten. Der kann eigentlich fahren. Ne, der wartet auch. So, fahren, fahren. Also Spaß macht's, muss ich zugeben. Jetzt muss der warten, weil da kommt der Bus. Da warten wir gleich mal, bis der Zug hier auch noch durch ist. Jetzt kann der los. Oh, das war relativ knapp da oben. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt wartet der wieder, aber Level abgeschlossen. Sehr schön. Wir setzen mal fort. Das kann natürlich hier ausarten. Sprich, dass das dann irgendwann wirklich ganz, ganz komplex wird. Jetzt heißt das Ganze bremsen. Dann achten wir mal darauf. Ja gut, das machen wir. Wir machen sowieso irgendwie immer nur bremsen, aber... Boah, da war ich. Ich habe zweimal geklickt, ich äumel. Nein! Versuchen wir nochmal. Ist aber auch heimtückisch. Der kommt von hinten. Was soll das denn? Ich habe auf den hier geachtet, weil da der Bus ja... Aha, jetzt reicht's aber, dass wir durchkommen. Okay, da ist eine Brücke, das funktioniert. Der muss warten. Boah, da kommt noch ein Zug von oben. Okay, der kann da durch, da passiert nichts. Jetzt muss der, der kann auch warten, fahren, warten. Der muss warten. Der muss warten. Der kann fahren, der kann fahren. Hey, ist ein bisschen. So, der kann fahren, der kann fahren. Jetzt muss ich wieder auf den hier achten. Dass der wartet wegen dem Zug und der wartet wegen dem anderen Zug. Warten eigentlich alle wegen einem Zug. Wesens haben wir mal Ruhe vor irgendwelchen Bussen. So, Level abgeschlossen. Oh Gott, was hier noch alles kommt? Ja, ich weiß es auch nicht. Wir gucken mal. Bremsen hatten wir. Okay, dann wäre das hier neu. Spurwechsel. Oh Gott, auch noch Spurwechseln. Ich glaube, ich halte mal an. Okay. Ich glaube, ich fahre mal hier rüber. Das hat alles seine Richtigkeit. Dann holen wir hier Leute. Bringen die hier rüber. Ach so, hier. Dann müssen wir diesen machen wahrscheinlich. Damit er hier an den Bahnhof rankommt. Stimmt das? Ja. Oh, da kommt ein zweiter. Okay. Du fährst mal dahin.
Da kann man dann aber tatsächlich irgendwann den Überblick ein bisschen verlieren. Der war jetzt falsch. Wir müssen hier mal die Spur wechseln. Das reicht. Der geht dann nach da hinten. Der müsste wahrscheinlich hier hin mit seinen gelben. Uah. Der hier runter mit seinen blauen. Jetzt muss der mal warten. Der geht mal zu den gelben. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich mache jetzt einfach mal. Der zu den roten. Der muss warten. So, du gehst mal dahin. Ich weiß nicht, wo die hin müssen. Ich nehme mal an, die gelben zu den blauen. Nein. Warten. Hier runter. Ach, die blauen müssen zu den blauen. Okay, das heißt die gelben. Oh, da läuft irgendwie die Zeit ab. Alk. So, fahr. Warten. Fahr. Wo läuft denn die Zeit ab? Irgendwo läuft sie doch. Oh, baboom. Okay, bis ich das Spielprinzip begriffen habe, ist Feierabend. Okay, jetzt habe ich es aber halbwegs begriffen. Also, die müssen... Aber ist das logisch? Hier steigen die gelben ein. Ne, hier steigen rote ein. Okay, die müssen also zum roten. Ja, okay, das macht alles durchaus Sinn. Jetzt haben wir blaue, die müssen zum blauen, das heißt Spur wechseln. Passt, jetzt haben wir rote, die müssen hier zum roten, das wäre wieder okay. Und jetzt kommt hier der Kollege, da warten wir mal noch. Zum gelben. So, der geht zu den blauen. Eigentlich könnte man den hier unten wahrscheinlich sogar parkieren, bis man mit dem hier fertig ist. So, der muss auch hier runter. Jetzt ist der blau, der muss dahin. Dann kann der fahren, abliefern. Jetzt hat der Rote, er muss dahin, der hat Gelbe, muss dahin, muss aber warten, pur. Weil der hier gerade noch im Weg war. Nein, jetzt fährt der falsch, okay. Dafür fährt der richtig, der muss zu dem Blauen, aber hat trotzdem gereicht. Ja, wenn man dann das Spielprinzip mal begriffen hat, dann funktioniert es tatsächlich. Fortsetzen. Ich fürchte, das wird jetzt dann irgendwann so schwierig, dass der Herr Heisenberg leicht überfordert ist. Was haben wir denn hier noch? Oh. Ja. Goldmedaille erreicht. Region mit 3 Sternen beendet. Aha. Hol dir dein Gratisgeschenk. Ich kann ja nicht klicken. Wenn wir jetzt aus dem Spiel rausgehen, irgendwie bei Steam landen, dann ist die Aufnahme futsch. Also das muss ich leider verschieben mit dem Geschenk. Ich klick mal hier. Geht nicht. Ich klick mal. Okay, nichts mit Steam. Schwein gehabt. Zum Öffnen anklicken. Lootboxen, die nichts kosten. Das ist doch auch mal was. Aha. DSB-IC3. Wow, das ist ja cool. Das finde ich natürlich, ja, sehr nett. Dass man ja noch Geschenke kriegt. Oh. Aha, dann haben wir hier so eine Art Garage. Sehr schön. Also ein Hangar im Prinzip. Ein Hangar? Ne, Flugzeug am Hangar. Wie heißt denn das bei den Zügen? Ein Depot, jetzt habe ich es. Ja, ja, ich habe ja auch zum ersten Mal Kontakt mit Zügen. Okay. Wählen wir mal. So, mal schauen. Hier freischalten für 100. Können wir? Machen wir das. Grünes Tal. Okay. Grünes Tal, wir kommen. Was muss ich? Keine Ahnung. Wir fahren mal. Okay, rote Passagiere. Nach da, da kommt der zweite Kollege. Wir halten mal an. Oh Gott, das wird jetzt aber schwierig. Der muss ausweichen. Okay, du kannst geradeaus. Und wenn du jetzt weiterfährst, dann gibt es ein Unglück. Jetzt muss der hier ausweichen. Und warten. Okay, das klappt eigentlich relativ gut. Wenn man das so macht, dass der eine halt immer ein bisschen wartet. Die müssen ja nur einmal außen rum. Okay, der auf der Spur ist, der müsste einfach warten. Im Prinzip müsste der ein Signal haben, wenn man es genau nimmt. So, wieder warten. Wie dann unten Feuer entsteht, wenn er bremst. Das ist natürlich auch sehr nett. Okay. Puh. So, da sieht man, warum irgendwann mal Signale erfunden wurden. Das hat schon durchaus seine Logik. Da muss man das nicht immer manuell machen, dass da einer bremsen muss. East Valle Logging. Okay, wir loggen mal. Ein Tunnel. Okay, ein Zug. Ich halte mal an. Oh nein, ich halte nicht an. Ich fahre. Oh lala. Nein, du solltest doch... Nein! Ja, boom. Okay. Bis ich geschnallt habe, worum es geht. Nochmal. Wir schicken dich hier rein. Der Kollege soll hier geradeaus. Und der soll hier warten. Weil den Güterzug brauchen wir nicht. Wir müssen ja hier abliefern. Bei Blau. Den kann ich nicht anhalten. Okay, alles klar. Oh! Ach, der hatte hier natürlich... der fuhr natürlich... Ja.
Okay, cool. Macht Spaß, muss ich zugeben. Es macht Spaß. Also, du gehst nachher hin, du musst da Leute aufladen. Der muss durchrasteln. Der kann fahren, jetzt kann der fahren. Der muss hier rüber. Und dann muss aber der Güterzug wieder geradeaus und der muss warten. So, jetzt kann er wieder fahren. Dann muss er wieder hier rüber. Kann hier wieder warten, weil der muss wieder geradeaus. Okay, wir fahren. Weil jetzt müssen wir hier ja wieder links. Oh, la, la. Der muss wieder geradeaus, der muss wieder warten. Puh. Jetzt kannst du wieder losdüsen. Du musst wieder hier runter. So, hier gleich wieder umstellen. Ich würde sagen, wir warten schnell, bis der Güterzug vorbei ist. Okay, dann kannst du wieder hier rauf. Und der geht wieder geradeaus. Wir warten wieder. Ist eigentlich immer ein bisschen der gleiche Ablauf natürlich, aber das ist gar nicht schlecht. So kriegt man eine gewisse Routine, was man eigentlich tun muss. Warten. So, düsen. Dann wieder hier rauf. Wahrscheinlich haben wir es dann wahrscheinlich bald schon. Jawohl. Gut, Level abgeschlossen. Uiuiui. Es ist Super Nintendo. Irgendwie, ich weiß nicht, Grafik und Musik. Einfach nett. Okay, was haben wir als nächstes? Mountain Roulette. Okay. Roulette. Gefährlich. Fußballplatz. Also, ein Zug nach da oben. Würde bis jetzt... Oh. Wir fahren durch einen Tunnel und die Autos fahren durch einen Tunnel. Sehe ich das richtig? Ich sehe aber nicht, wo die kollidieren könnten. Beziehungsweise wo die Autos sind, sehe ich nicht. Okay, okay. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Augenmerk. Ja. Okay, soviel zum Thema Augenmerk. Nochmal testen. Wie macht man das denn am besten? Ich kann übrigens auch die Kamera weder drehen noch ranzoomen. Das geht alles nicht. Warte mal. Lass mal fahren. Jetzt treffe ich... Nein, das hat geklappt. Ich dachte, der gelbe wäre ein bisschen im Weg. Wir müssen eigentlich fast mehr hier die Fahrzeuge im Blickwinkel haben, die hier durchs Tunnel durchdüsen. Jetzt kommt da noch ein grüner. Der müsste vorbei sein. Okay. Jetzt haben wir niemanden drin. Der grüne kommt wieder. Das hätte wahrscheinlich schön gereicht, um den abzuschießen. Jetzt müsste er vorbei sein. Doch, ist er. Jetzt kommt gar keiner. Jetzt haben wir im Moment freie Bahn. Jetzt kommt der Bus. Ja, da warten wir. Weil das sah ein bisschen danach aus. Ja, jetzt müssen wir aber. Als dass wir den getroffen hätten. Jetzt der Bus dreht natürlich. Wir haben... Oh, jetzt haben wir hier Verkehr drin. Jetzt ist dieses weiße Auto. Da ist noch einer reingegangen. Oder gefahren. Wir lassen den mal fahren. Jetzt müsste es reichen. Jetzt haben wir den noch im Weg. Der andere fährt ja hinten raus. Da können wir also weiterfahren. Okay, passt. Wunderbar. Wie ein Profi, würde ich sagen. Und schon haben wir das Level auch abgeschlossen. Warum wir jetzt nur 71 von 60 haben, weiß ich auch nicht. Aber ja, wahrscheinlich wegen der Zeit. Okay, gut. Wir machen fröhlich weiter. Was haben wir als nächstes? Hier, Northbound. Okay. Oh, viele, viele Gleise. Hier kann man umstellen. Das ist sehr schön. Dann fährt er hier rein und da wieder raus. Muss das so? Wo kommt er jetzt lang? Dann kommt er hier raus. Okay. Wahrscheinlich sollte er jetzt hier lang, damit er da rauskommt. Würde ich jetzt mal behaupten. Na? Ja, das hat schon mal geklappt. Und jetzt kommt ein zweiter. Das haben wir nicht verdient. Der fährt mal hier lang. Der andere fährt hier lang. Dann haben wir sie mal auseinander dividiert. Hoffe ich. Außer da oben ist auch nur ein Gleis. Aber das kann ich natürlich nicht wirklich beeinflussen. Jetzt wartet der mal. Der muss zum Blauen. Der muss da lang. Nee, der muss... Oh, nee, nee. Arg. Doch. Nee, der fährt jetzt zum Roten. Okay, dann fahr mal, weil ich kann sowieso nichts machen. Weil du musst auch zum Roten. Bist allerdings ein bisschen dahinter. Und der muss zum Blauen. Oh, jetzt kommt ein dritter Zug. Oh, jetzt wird es aber ganz kriminell. Oh Gott, das werde ich nie schaffen. Also mehr als zwei, weil der fährt jetzt da hinten rein. Fahr weg. Oh, der fährt da rein. Wow. Okay. Ich sag ja, das ist natürlich, das kann man dann schon auf die Spitze treiben, dass es dann wirklich anstrengend und schwierig wird. Und mit drei Zügen ist dann bei mir doch schon langsam erreicht,
dass ich mich leicht überfordert fühle. Also der kommt jetzt hier raus. Das heißt, er holt blaue Leute, beziehungsweise die roten für den roten Bahnhof. Aber so hier lang. So weit haben wir's. Okay. Nachher muss er, im Prinzip, was muss er denn nachher? Jetzt hat er ja blaue Leute, das heißt, er muss wieder zum Blauen, muss er wieder da lang. Okay, der Kollege, der fährt hier lang. Wir haben drei Züge, nur zwei Gleise, das ist ein bisschen das Problem. Wie soll man das denn jonglieren? Wenn ich einen anhalte, dann ist der automatisch natürlich im Weg. Nein, falsch. Ach, egal. jetzt haben wir sie falsch, ist ganz klar. Jetzt haben wir den Roten hier, den Blauen da. Der Rote muss eins weiter. So, der muss hier rauf. Und wisst ihr was? Den halten wir einfach mal an. Warum lassen wir den fahren? Wir lassen den einfach stehen. Genau, falsch rum. So, jetzt. Wahrscheinlich ist die Aufgabe nicht abgeschlossen. Wenn wir den nicht auch bewegen, aber ich versuche das jetzt einmal mal so. Schon wieder falsch. Rot muss... Ach so, Moment. Ja. Rot muss da lang, blau muss hier lang. Jetzt so rum. Ich habe immer auf den noch geachtet, weil ich Angst habe, dass der plötzlich losfährt. Völlig unmotiviert. Okay, jetzt musst du zum Blauen, das wäre da lang. Und du musst zu den Roten, das wäre hier lang. Und was macht der? Der fährt einfach rum. Der würde natürlich je nachdem ein bisschen helfen. Wir machen das jetzt mal. Mal gucken, ob er das... Oh, jetzt läuft wieder irgendwie eine Zeit ab. Das ist natürlich schlecht. Und hier war ich wieder falsch. Nee, ja, das ist ja heißi. Oh lala, okay, das funktioniert nicht. Mit Schummeln kommt man nicht ans Ziel. Ah, und dann diese Musik dazu. Kriegt man richtig ein schlechtes Gewissen. So, wir machen mal nochmal. Allora. Der fährt hier lang, kommt dann da bei blau raus. Das haben wir soweit verstanden und muss dann hier da lang. Oder kommt erst der Kollege unten daher? Ich glaube nicht. Der muss erst abschließen sozusagen. Also der fährt nach Rot. Und ich dachte eigentlich, jetzt kommt der Kollege. Aber denkste, dann haben wir hier nochmal ein Momentchen Zeit. Mit den Blauen muss er eins weiter. So, und der fährt wieder zu Rot. Oh Gott, wie das mit dem Dritten funktionieren soll, ist mir ein Rätsel. Naja, wir testen das jetzt einfach mal. So, jetzt hat er hier Rote. Alles so. Okay. Müsste eigentlich auch klappen, aber jetzt kommt gleich der dritte Kollege. Ah, falsch. Okay, dann gehst du da lang und du da lang. Stimmt das? Mich verwirrt dieser dritte Zug. Ich verliere dann völlig den Überblick, was ich hier einstellen muss. Das hat jetzt aber seine Richtigkeit gehabt. Okay. Jetzt musst du da lang. Du musst... Oh. Okay, die hängen da dann doch ziemlich... okay, wir halten mal kurz an. Lassen ihn wieder fahren. Moment. Nee, jetzt kannst du auch fahren. Oh, jetzt düsen sie alle hintereinander her. Das wird ein Unglück geben. Die werden sich hier wahrscheinlich... Na, fahr. Die werden sich hier wahrscheinlich... Ich wollte gerade sagen, die werden sich hier wahrscheinlich ins Gehege kommen. Boah. Ja, ihr könnt jetzt natürlich zu Hause sitzen und denken, oh, heisi, Mensch, mach doch dieses, jenes. Das ist aber hier tatsächlich eine Stresssituation. So, fahr. Dann musst du da lang. Das können wir schon mal einstellen. Ich werde das jetzt auch nicht machen, bis ich es schaffe. Das dauert mir zu lang. Ich werde jetzt aber sicher mal nochmal einen Versuch machen. Einmal hier außen rum. Sonst, wenn euch das Spielprinzip gefällt, ich werde das Spiel verlinken. Gibt es bei Steam für irgendwie 8 oder 9 Euro, irgendwie sowas. Ist also erschwinglich. Halt! Sie müssen geradeaus. Stimmt das, was ich jetzt eingestellt habe, wenn ich hier rede und mache und tue? Nein, stimmt genau nicht. Zack, hier lang. Da lang. Fahr, stimmt glaube ich schon wieder nicht. Naja, gut. Doch, jetzt stimmt's. Ne, die Blauen müssen zu den Blauen. Also du musst da lang. So, jetzt habe ich's. Das ist, wenn man labert und dann noch überlegen sollte. Ich müsste hier mucksmäuschenstill sein. So, du pausierst mal ganz schnell. Jetzt musst du sicherlich hier lang, weil sonst rasselst du da rein. Und der hier eigentlich ebenso. Jetzt lassen wir mal alle fahren und gleich wird es wieder Rums machen. Jetzt gehst du da lang. Du gehst da lang. Oh, fahr. Ach, du Grüne. Ja, das kann natürlich... Ach doch, ich muss den anhalten. Ich wollte gerade sagen, die fahren sich natürlich wieder...
hinten rein. Oh ja, die fahren sich auch schon hinten rein. Okay, einmal noch. Einmal muss noch sein. So, der ist, ja, der ist halt relativ einfach. Okay, mit einem hätte ich's. Wenn man nicht jetzt unbedingt drei Züge brauchen würde. Ich weiß nicht, vielleicht kommen ja dann sogar noch vier. Wir sind ja jetzt noch nicht mal bei der Hälfte wahrscheinlich angekommen von dem, was man tun muss. Jetzt musst du hier einmal rüber. So, da abliefern. Dann kannst du wieder weiter düsen. Jetzt hast du die blauen. Das heißt, da musst du da hin. Und der Kollege, der muss hier hin. Bis hier hin. Ja, wenn man halbwegs dabei ist und nicht labert, 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 dann geht's halbwegs. Jetzt bist du rot, dann musst du da hin. Der Kollege ist blau. Muss hier hin. Ne, genau nicht. Jetzt habe ich es genau falsch genau falsch rum gemacht. Ah, der Rote zu den Roten. Ich möchte immer die Falschen zu den Falschen bringen. So, jetzt passt's aber. Und du kannst im Prinzip hier geradeaus, dann hast du ein bisschen mehr Weg. Der ist blau. Beziehungsweise der muss zu den Roten. Der muss zu den Blauen. Und der muss jetzt auch zu den Roten. Mal gucken, ob das stimmt. Nein, stimmt natürlich nicht. Die Roten müssen da lang. Okay, Rot da lang, Blau da lang. So kann man sich natürlich auch merken. Okay, jetzt müsste aber passen. Rot. Okay, jetzt bist du blau, das heißt, du musst geradeaus. Du bist rot, du musst hier lang. Du bist blau, du musst wieder hier lang. Okay. Jetzt bist du wieder rot, musst du wieder hier lang. Oh lala, wir haben es tatsächlich geschafft. Okay, wenn man so reinkommt, dann geht es tatsächlich dann irgendwann. Ist aber nicht ohne. Ich denke jetzt, beim nächsten ist Feierabend. Wenn da noch so was Wildes kommt. Geschenk? Haben wir ein Geschenk? Wir haben ein Geschenk, so wie es aussieht. Oh lala, ein Feuerwerk. Level Designer freigeschaltet, 9 Teile. Oh, ich ahne es schon. Da kann man je nachdem wahrscheinlich noch Schienen zusätzlich bauen, um sozusagen eine Hilfe zu bekommen. Also, dass man eine Abkürzung baut oder ein Ausweichgleis. Was das hier ist, weiß ich auch nicht. Designer öffnen. Na, das machen wir mal. Wir designen mal. Oder man... Oh ja, ist ein Editor. Okay. Ja, alles klar. Das haben wir einen Editor. Da kann man eigene Strecken bauen. Da möchte ich wieder raus. Ich möchte gerne wieder weiter spielen. Spielen. Klicken wir mal hier. New Level. Nein. Nein, 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 nein. Kann ich hier irgendwie... Click to continue. Moment. Irgendwie kommen wir hier wieder raus. Ich fühle es. Jetzt haben wir hier ein neues Spiel. Das heißt, wie komme ich hier wieder aus diesem Level raus? Wenn man das mal angeklickt hat. Bulldozer? Nein, ich möchte ganz einfach das Spiel nicht verlassen. Nein, speichern auch nicht, laden auch nicht. Sondern hier spielen, aber nicht dieses Level. Sondern, nein, sondern das andere. Jetzt habe ich schon wieder hier geklickt. Ich glaube, wenn ich da klicke, verlasse ich das Spiel und dann ist die Aufnahme weg. Das wäre nicht das, was ich wollte. Das ist fast schwieriger als das Spiel selber, hier wieder rauszukommen. Ah doch, hat geklappt. Wir sind nicht aus dem Spiel raus, sondern wir haben geschafft, was wir wollten. Jetzt gehen wir noch nach Bussy Town. Oh, 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 okay. Was machen die? Die machen das folgende. Oh, müssen ja... Okay, eben, bis ich verstanden habe, was die machen, haben sie schon mal einen Unfall gebaut. Hier fährt nämlich noch die Polizei rum und kreuzt hier unsinnigerweise die Straße und der Güterzug kommt. Haben wir den tatsächlich noch erwischt? Ach, der dreht hier. Oh, kann man die Straße nicht einfach genug weit bauen? Das gibt's ja nicht. So, anhalten. Da muss der aber auch anhalten. Und jetzt müssen wir aber aufpassen, wenn hier der Güterzug kommt. Oh, den muss man noch umleiten. Okay. Arg. Auf was man hier nicht alles achten muss. Oh, fahr, 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 fahr. Fahr, 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 fahr. So. Bitte da lang. Oh, das war jetzt aber ziemlich knapp mit der Polizei. Aha, hier unten aber noch eine Kreuzung. Es ist ja... irgendwie, es macht einfach Spaß. Also, nochmal. Aber dann würde ich sagen, dann ist dann langsam gut. So, fahren. Der Güterzug kommt. Das heißt, wir müssen hier schnell anhalten. Den mit dem... Oh,
Okay, man kann nicht einfach anhalten, das funktioniert dann irgendwie auch nicht. Ich wollte den Güterzug eigentlich vorbeilassen. Okay, anhalten, fahren. Jetzt lassen wir den nicht vorbei, jetzt lassen wir den... Oh, wir müssen aber tatsächlich trotzdem kurz anhalten. Fahren. Den muss man erst hier rauf... Oh, dann fährt er da rein. Hollalalala. Nochmal, nochmal, nochmal. Okay. Hier haben wir ein Ausweichgleis, aber da komme ich nicht rauf. Ach, ich kann natürlich... Ah, Moment, jetzt... Ja. Jetzt habe ich gesehen, dass wir natürlich auch mit unseren Zügen hier auf dieses Ausweichgleis können. Ich versuche das mal. Der wartet. Der macht... hier eine Ehrenrunde. Der fährt. Der fährt auch. Oder kommen sich die hier... Ja, okay, die kommen sich hier tatsächlich auch relativ nah. Alles klar. Ich lasse das mal nochmal mit dem Ding. Halte den mal an. Lass ihn fahren, lass ihn fahren. Schicke den... Ich habe eben gedacht, der fährt dann aus der Map raus. Aber der fährt hier natürlich auch nur einmal rum. Anhalten. Fahren. Fahren. Okay, Polizeiauto nicht vergessen. Das haben wir da auch noch. Ja, warten. Die schicken wir hier wieder lang. Oh, und dann fahren sie da wieder zusammen. Liebes bisschen. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, nicht schlecht. Das ist wirklich irgendwie ein cooles Spiel für zwischendurch. Macht das richtig Spaß. Hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht beim Zugucken. Mir hat es Spaß gemacht beim Spielen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Mal reingeschnuppert. Macht's gut. Wir sehen und hören uns. Bis dann. Tschüss.